Ja, danke vielmals für den Einstieg. Danke vielmals, dass Sie die Schweiz nicht als Wilden Westen bezeichnet haben. Das war auch schon anders, gell? Und ich möchte Ihnen kurz das Thema vorstellen von der 2000-Watt-Gesellschaft. Neue Perspektiven ist eine Chance und alles andere als ein Widerspruch. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es entstanden ist, um was es da wirklich geht. Ich gehe davon aus, Sie haben schon einmal davon gehört, aber wissen es wahrscheinlich nicht so genau. Hauptziel ist Schonung der Ressourcen, Schutz vor dem Klimawandel. Das ist eine Strategie. Es ist nicht ein Gesetz, es ist nicht eine behördliche Vorgabe, sondern das ist eine Strategie, wie man die Ressourcen schonen kann und wie man den Klimawandel bremsen kann. Klimawandel zu bremsen, das wird unsere Hauptaufgabe sein. Und das wurde auch schon quantifiziert. Das ist diese eine Tonne pro Kopf und Jahr. Das wissen wir, das brauchen wir, um eben den Klimawandel zu stoppen. Und das ist diese 2000 Watt und davon sind 500 Watt sind fossil und diese 500 Watt fossil entsprechend einer Tonne CO2. Das Bild ist so dargestellt, 6 mal 10 Glühlampen auf 100 Watt, das macht 6000 Watt. Das ist quasi symbolisch der permanente Energiefluss, den jede Person hat. Also der ist der Energiefluss, den jeder im Rucksack hat. Und das heißt, daraus gibt sich eben diese 6000-Watt-Gesellschaft. Und die 2000-Watt-Gesellschaft, das ist der Durchschnitt vom gesamten Energieverlauf bezogen auf die Bevölkerung. Jeder hat gleich viel. Das Bauwesen macht etwa die Hälfte aus, heute bei der 6000-Watt-Gesellschaft und dann bei der 2000-Watt-Gesellschaft nochmals, ist der Wohnen der größte Teil, Büro, Schulen, Raumklima, Licht. Neu dazugekommen, induzierte Mobilität und neu dazugekommen, die Herstellungsenergie, die benötigt wird, um Baustoffe herzustellen. Das ist die gesamtheitliche Betrachtungsweise. Der RESIA hat sich das auf die Fahne geschrieben, also Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein. Wir planen, also der Verein, das ist die Vorgabe, wir planen nach diesen Vorgaben. Sie sehen wieder diese Tonne CO2 und Sie sehen diese 500 Watt. Dazu haben wir die Instrumente erarbeitet. Wie kann man das lösen? Das ist ein Merkblatt und das ist eine Dokumentation, damit man das Merkblatt versteht. Und was es vor allem hat, es hat dazu eine Rechenhilfe für die Entwurfsphase. Also bereits beim architektonischen Entwurf kann der Architekt selber mit dieser Rechenhilfe auf einfache Art und Weise abschätzen, bin ich mit meinem Projekt auf der Schiene der 2000-Watt-Gesellschaft. Die Stadt Zürich war Vorreiter, die Stadt Zürich. Da gab es sogar eine Volksabstimmung über diese 2000-Watt-Gesellschaft. Keine fossilen, keine erneuerbaren Energieträger. 74% der Leute haben zugestimmt, wir wollen das nicht, 26% dagegen. Auch wenn Sie davon ausgehen, dass nicht alle 74% genau wussten, was sie abstimmen. Aber es ist doch ein Polster, damit können wir gut leben. Das ist natürlich immer die Frage, warum macht das die Stadt Zürich so? Warum will das die Bevölkerung? Die Stadt Zürich ist eine schöne Stadt. Ich wohne dort in der Stadt. Wir haben die Stadt gern. Wir haben einen wunderbaren See. Wir haben die Berge in der Nähe. Wir haben eine hohe Lebensqualität. Und das vor allem auch, weil wir den öffentlichen Verkehr ausgebaut haben und die Mobilität im Griff. Sie haben es vielleicht gesehen, 47% der Zürcher Haushalte haben kein Auto mehr. Und das wirkt sich aus auf die Lebensqualität. Dafür haben wir einen guten öffentlichen Verkehr. 62% der Arbeitswege in der Stadt Zürich werden mit dem öffentlichen Verkehr gemacht, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Natürlich haben wir auch ein paar schwarze Punkte da oben im Bankengebiet, aber das lassen wir auf der Seite. Damit müssen wir leben. Es gibt Investoren, die sich das auch auf die Fahne geschrieben haben, beispielsweise diese Unternehmergenossenschaft Zurlinden. Sie orientiert sich dabei am Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft. Also diese Baugenossenschaft, und jetzt gibt es auch Versicherungen, Banken sagen, jedes Gebäude, das wir machen, muss in dieser 2000-Watt-Gesellschaft Platz haben. Wie gesagt, es sind vier Stellschrauben. Das ist die Effizienz, das wissen wir, ein gutes Gebäude, Geräte und so weiter. Dann die Konsistenz, Schließen von Stoffkreisläufen, das heißt nur erneuerbare Energieträger für die Bedarfsdeckung. Und dann schlussendlich neu die Suffizienz, das ist die Reduktion der Nachfrage, Beschränkung auf Verzicht. Sie sehen da, welcher da ein wenig aus dem Rahmen fällt in Sachen Suffizienz. Es ist aber auch Entschleunigung. Und unter Entschleunigung möchte ich den folgenden Satz sagen, der ist nicht von mir. Was willst du stundenlang fliegen, wenn du mit der Bahn tagelang reisen kannst? Also,
Das wäre noch die Folie zur Suffizienz, die eben zeigt, wie ist die Abhängigkeit einer, der nur 40 Quadratmeter braucht, einer, der 80 Quadratmeter braucht. Das sind locker ein paar hundert Watt dann dazwischen. Das wäre die Suffizienz. Wir haben das versucht, quantitativ zu erfassen. Das ist wahrscheinlich die erste Studie, die in diese Richtung gemacht worden ist. Wir betrachten die Erstellung, den Betrieb und die Mobilität. Die Erstellung, simpel gesagt, wir bauen einen Baustoff ab, wir transportieren ihn in die Fabrik, wir machen ein Produkt, es geht auf die Baustelle, schlussendlich wird es wieder zurückgebaut. Dafür haben wir Zielwerte, was das CO2 betrifft, beispielsweise für ein Kilo Beton. Wir haben Zielwerte, was die Energie betrifft. Und diese Werte geben wir vor. Das ist der Erstellungsbereich. Dann der Betriebsbereich, Raumwärme, Warmwasser, Lüften, Klima, Beleuchtung, Betriebseinrichtung. Das wird erfasst in Endenergie und schlussendlich umgerechnet in Primärenergie, damit wir alle Verluste, die eben passieren zwischen dem Erdöl in Alaska, bis es über die Gebäudegrenze geliefert wird, damit wir diese Verluste eben quantifizieren können. Schlussendlich noch die Mobilität. Also wir suchen abzuschätzen, was löst ein Gebäude an welchem Standort welche Mobilität auf. Und da ist natürlich die ÖV-Güte am Gebäudestandort ist natürlich von primärer Bedeutung. Wir wissen einfach, wenn diese Güte gut ist, dann wird eben weniger Mobilität verursacht, als wenn sie schlecht ist. Die Einflussfaktoren, die wichtigsten, das ist einmal der Standort. Dann möglichst große, kompakte Gebäude machen, einfache Gebäude. Ein guter Wärmedämmstandard, ein Passivhausstandard ist nicht erforderlich, ich möchte das betonen. Und wir haben einen erneuerbaren Energieträger, die Bauweise, da kommt dann der Leichtbau dazu und nicht allzu viele Unterterrainbauten, die sind sehr ressourcenintensiv. Ein paar Beispiele, eine Wohnsiedlung in Zürich im städtischen Kontext, das ist eine Betongeschichte bis hier und das ist auf 6 Geschosse ein Holzbau. Der erzählt jetzt diese Werte, das sind diese Werte, die Zielwerte, die vorgegeben sind und das, was wir erreicht haben. Also immer für Erstellung, Betrieb, Mobilität. Oder eine Hochhaussanierung, ein 70er-Jahr-Bau, der dann eingekleidet worden ist mit Photovoltaikpaneele. Und die wirken quasi wie ein kleines Kraftwerk. Also mit dieser hinterlüfteten Fassade, die durch die Paneele gebildet wird, decken wir die Hälfte des gesamten Haushaltsstromes ab, das eben hier gebraucht wird. Wichtig ist aber auch die Wohnqualitätsverbesserung. Die Küche ist jetzt bei der Ecke, wo früher die Balkone waren. Und so gibt es natürlich noch diverse Beispiele. Der klassische Sanierungsfall von einem 50er-Jahr-Bau mit einer Aufstockung in Leichtbauweise, mit einem Anbau, um die Wohnqualität zu verbessern. Dafür haben wir diese Zielwerte vorgegeben und können sehen, Sie sehen, das kann man hier locker erreichen. Allerdings, die Megajoule-Ebene ist viel einfacher zu erreichen als die CO2-Ebene. Also das, was wir an klimarelevanten Gasen verursachen, das ist viel limitierender. Oder beispielsweise diese Schulanlage, groß und kompakt, Sie sehen das an der Gebäudehüllzahl, dann wie die Bauweise, wieder eine Mischbauweise, also Holzleichtbauweise und Beton und mit den entsprechenden Werten dazu, das ist jetzt sehr gut wärmegedämmt, aber immer in einer Gesamtbetrachtung Mobilität und Erstellung. Oder auch dieses Gebäude, das ist ein denkmalgeschütztes Schulhaus. Da ist natürlich die Investition bereits gemacht worden und abgeschrieben, was die graue Energie betrifft. Und so kann man dann mit einzelnen Eingriffen, Fenster, Dach, Innenwärmedämmung, neuer Energieträger, Pellets, kann man hier dann diese Werte erreichen. Immer hergeleitet von dieser 2000-Watt-Gesellschaft, was haben wir für ein Budget. Wenn Sie sehr groß bauen, wenn Sie sehr kompakt bauen, sehr einfach bauen, kann man ganz klassisch bauen. Das ist eine Betonkonstruktion mit einer Außenwärmedämmung, mit einer Glasverkleidung. Immer auf dem Grundstück selber etwas produzieren. Grundwasser, Wärmepumpe, PV-Anlage auf dem Dach, um den Strombedarf zu decken und so fort. Oder diese Wohnsiedlung, das ist ganz neu, die wird jetzt gerade bezogen in Zürich. Das ist ein Holz-Leichtbau, eine mischbarweise Holz. Holzbeton auf 7 Geschosse, also eine höhere Geschichte. Und wir haben bereits einen 8-Geschosser in der Planung. Das ist eigentlich alles machbar. Sie sehen Holzschnitzelheizung wieder, Luftwasser, Wärmepumpe für das Warmwasser im Sommer und so fort. Das sind die einzelnen Gebäude. Und dann haben wir ganze Areale, die jetzt entwickelt werden, wie beispielsweise Green City. Das ist eine Industriebrache, konsequent nach den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft.
100% erneuerbare Energie, 80% wird auf dem Areal produziert. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir in 10 Minuten in Zürich. Die Architekturwettbewerbe sind abgeschlossen, da wird jetzt geplant. Ja, was Sie hier sehen, das ist auch die 2000-Watt-Gesellschaft, und zwar in den 50er Jahren. Wir hatten bereits in den 50er Jahren eine 2000-Watt-Gesellschaft. Und wenn Sie hier rechts auf dem Bild sehen, das ist eine Familie, Sonntagsspaziergang in den 50er Jahren. Und wenn Sie diesen kleinen Knirps da betrachten, mit schräger Frisur und etwas krummen Beinen, das bin ich. Und diesmal kann ich zumindest sagen, ich weiß, wovon ich rede. Danke fürs Zuhören.